Wir haben große Erwartungen für unser Leben. Wir haben große Erwartungen für diese Stadt. Wir haben große Erwartungen für dieses Land. Und wir haben große Erwartungen für die Nationen. Herr, wir erwarten deine Herrlichkeit. Wir möchten alles tun, damit dein Name nicht mehr gelästert wird, sondern dass du durch uns verherrlicht wirst. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Also es scheint Gott wirklich wichtig zu sein mit der Einheit. Ich habe es gestern angeschnitten, der Marc hat weitergemacht und Sabine, also durch Sabine hat der Herr auch nochmal gesagt und ich möchte da nochmal kurz auch was euch geben, was er mir gezeigt hat. Das haben wir jetzt schon zweimal auch gelesen im Johannes, wo er sagt, verherrliche, dass wir verherrlicht werden oder sind durch Einheit. Und da möchte ich mit euch kurz in die Apostelgeschichte gehen. Da spiegelt es wieder. Und wie wir gestern schon gesagt haben, dass durch Zeichen und Wunder Gott verherrlicht, Jesus verherrlicht war und auch sein Name verherrlicht wird durch uns, durch Zeichen und Wunder. Und in der Apostelgeschichte, da gehen wir mal hin. In der Apostelgeschichte 5, 12, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte sich keiner ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Also da war Herrlichkeit. Da waren Zeichen und Wunder. Und da war Einheit. Ich weiß nicht, wo es steht, aber es steht geschrieben, strebt alle danach ein in Einheit. Eines Geistes, eines Sinnes zu sein. Es ist wichtig, dass wir in der Einheit, also wir kämpfen, heißt es auch, wir kämpfen für eine Sache. Für eine Sache, für das Evangelium. Nicht für anderes. Dafür sind wir hier, dass das Evangelium rausgeht in die ganze Welt. Durch unsere Verkündigung, durch die Bücher, das ist wichtig. Und das ist unser ein Ziel. Und durch diese Einheit geschehen Zeichen und Wunder. Die Bibel sagt sogar, wenn es einem schlecht geht, dann geht es allen schlecht. Wenn einer leidet, wenn einer fehlt, selbst wenn einer fehlt. Deswegen sagt er ja auch zum Beispiel, verlasst eure Versammlungen nicht, weil es ist hier keine One-Man-Show, sondern es ist einfach wichtig, weil jeder ein Träger ist und jeder eine andere Salbung hat. Und es heißt, in uns wohnt die Fülle der Gottheit. Jesus hatte den Geist ohne Maß, ohne Maß. Und bei uns teilt er aus, so wie er will. Das heißt, kein Einzelner hat alles. Und ob du das willst oder nicht, du brauchst mich und ich brauche dich. Und es wird in der Bibel, es ist auch eine Übersetzung, da heißt es eben, wir sind wie ein Orchester. Und wenn ihr euch ein Orchester vorstellt, wie wunderbar das ist, wenn die lange genug geübt haben, wo die wirklich fließen, ineinander fließen. Und dann der Dirigent, Jesus. Ne? Ich habe auch manchmal gesagt, so klar geben wir Anweisungen und delegieren, aber manchmal sage ich auch, du hörst den Heiligen Geist.
Und wenn jeder dann in dem Fluss, im Hören ist, dann brauchen wir einander nicht mehr lehren, wie es auch heißt, sondern der Herr lehrt euch. Und dann weißt du, wann du aufstehen sollst, wann du was geben sollst, wann, wie wir halt ineinander fließen. Und das ist ein Lernen auch. Und dafür gibt es Gemeinde. Und deswegen ist auch für Gott Gemeinde wichtig, dass auch jeder einen Platz hat, wo er seine Berufung, seine Gabe ausleben tut und darf. Und deswegen auch gefällt mir das auch so, ich hatte vor langer Zeit ein Bild und das werde ich einfach nie vergessen, weil das ist wichtig und daran glaube ich und dafür kämpfe ich auch und deswegen bin ich auch in einer Gemeinde, weil ich habe ein Bild gesehen, ein Puzzle, wo ein Mensch dargestellt wird. Und dieser Mensch ist Christus, Jesus Christus als Mensch. Und dann puzzelst du einen Arm dazu, einen Hals, alles, was ein Körper ebenso hat. Und jeder ist ein Glied, heißt's. Der eine ist ein Finger, der andere, was weiß ich. Ne? Und das Auge kann nicht sagen, ich brauche dich nicht oder so, sondern es muss funktionieren. Und deswegen ist die Einheit auch verbunden mit der Herrlichkeit. Und deswegen auch, sag ich mal, mag auch der Satan nicht, wenn Einheit da ist. Er versucht, Einheit zu zerstören. Einheit in den Familien. Er versucht, irgendwie immer in dein Haus zu kommen. Ich will jetzt nicht den Satan groß machen, aber ich will bloß, weil es heißt doch, wir kennen seine Tricks. Er versucht es manchmal über unsere Kinder irgendwie, dass die dann was weiß ich wollen und so versucht dann einen Fuß in die Tür zu kriegen oder in der Gemeinde und wie die Sabine gesagt hat, wir sollen das ablegen. Ablegen. Wir haben gestern schon auch Verletzungen abgelegt. Und es ist auch, ich sag mal, wenn du mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen bist, dann ist es, ich sag mal, vom Natürlichen nicht immer einfach. Es ist nicht einfach. Das kann nur Gott. Also ich habe früher auch, ich sag, ne, wenn ich dann so mit meinen Hippies und die waren alle, die wollten alle Frieden, die wollten auch alle, ne, die waren nicht konsumsüchtig und so weiter. Und das war auch eine bestimmte Gruppe. Und mit anderen Menschen, die dann reingekommen sind, da ist man nicht wirklich klargekommen, weil die ein anderes Ziel hatten oder weil die einfach anders waren. Und ich sag mal, eine gute Gemeinde, meiner Meinung nach, ist eine Gemeinde, wo jung und alt und Hippie und Bauer und was auch immer, ne? Hippie, Bauer, Doktor, Bayer und einfach alles zusammenkommt. Und vom Natürlichen unmöglich. Unmöglich. Und wir haben hier noch den Oberhammer. Wir haben hier nicht nur jung und alt und Hippie und Bauer und Bayer, sondern wir haben auch noch verschiedene Nationalitäten. Wir haben neulich mal mit Helen uns unterhalten und wo für uns Deutsche ist manche so, das macht man halt so und da muss man erst einmal auch umdenken lernen, dass Afrikaner das ganz anders machen. Und dann lernt man noch mehr geduldiger zu sein, weil die in der Ukraine und jeder irgendwie, also und deswegen glaube ich, also wir werden auch aneinander geschliffen. Wir lernen Geduld. Ich sag das immer wieder, also so als wie ich das so immer mit Gleichgesinnten irgendwie, man konnte mich nicht wütend machen. Ich war immer in Liebe und so weiter. Aber mit lauter so verschiedenen Menschen, das ist schon, also ich wusste gar nicht, was in mir drin war, wirklich nicht. Und deswegen ist auch, glaube ich, Gemeinde wirklich so
ich sag mal, wo du das Gold in so einen heißen Ofen schmeißt. Und es ist einfach immer irgendwo, also ich habe das auch früher so gemacht, Koffer zu packen und weiterzugehen und so weiter. Aber, und dann zu sagen, es ist wirklich wichtig, dass du Gott fragst, wo dein Platz ist. Nicht so, ach, da gefällt's mir. Oder, ne, ich meine, auch der Robert und Kathi, die haben dann, Gott hat gesagt, sie sollen hierher kommen. Und es war auch eine Bestätigung, weil er hat es mir vorher auch gesagt. Ich habe es ihnen aber gar nicht einmal gesagt. So. Und irgendwann kommen sie und sagen, der Herr hat gesagt, ich musste schmunzeln, weil das eine Bestätigung war. Und dann fahren die, also, ne, man könnte auch vernünftig sein. Teufel ist immer vernünftig und sagt, ja, fahr doch nicht zu weit und such da eine um die Ecke und so irgendwie. Aber ich glaube, wo dein Platz ist, da liegt auch ein Segen drauf. Und dann gibt's auch das Wort, die herrliche Gemeinde. Aber das ist nicht nur diese Ortsgemeinde, sondern dann eben, also, aber ich glaube, da fängt es einfach an. Da ist ein Trainingsfeld. Das ist auch wie, was weiß ich, da ist dann auch so ein, meinetwegen, ein weicher Boden, wo man dann auch mal hinfallen kann. Sollte, darf, also. Und wo wir üben, im Geist zu fließen, wo wir auch Fehler machen und wo wir auch eben jungen Predigern und auch Alten und die Chance geben, dass sie was sagen können, ohne und jeder fängt einfach mal an. Und wo wir lernen. Und ja, und das ist wichtig. Sie waren einmütig zusammen. Und ich glaube, das ist wirklich so. Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Das heißt, wer sein Seelenleben ist da drin gemeint, der wird es gewinnen. Also wer seine Vorstellungen verliert, wie es zu laufen hat, wie es zu sein hat, wie seine Vorstellungen, was er in seinem Leben machen will oder so. Und es ist wirklich, es kostet dich alles. Es kostet dich alles, ein Nachfolger Jesu zu sein. Und der Robert hat es, glaube ich, gesagt, am Anfang erfährst du die Liebe und die Gnade und wirst verwöhnt von Gott. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo er alles wegbrennt. Und da ist die Frage, willst du das? Willst du das? Willst du nicht nur Zorn, Wut und alles, sondern willst du deine eigenen Vorstellungen loslassen, ablegen? Wisst ihr, zum Beispiel, ich habe im Natürlichen auch, ich hatte viele Fähigkeiten. Ich habe Bilder gemalt, ich will es nicht von mir groß erzählen, bloß als Beispiel, ich hatte einen Friseurladen, der war sehr etabliert und der ging gut. Und es war nicht nur mein Talent, es war mein Hobby und mein Leben. Und ich habe immer wieder lange Zeit darauf gewartet, dass ich das wieder machen kann. Immer wieder habe ich gewartet und das war mein Leben. Ich habe mein ganzes Geld, mein Sein in dieses Leben, in diesen Laden investiert gehabt. Und irgendwann, und der Herr hat es nicht zugelassen. Der Herr hat es nicht mehr zugelassen. Und im Herzen, also merke ich, wie das hat mir gefallen und das könnte ich wieder und ich hätte einen erfolgreichen Laden. Aber ich will, was der Herr will. Ich hab auch gerne Bilder gemalt und da war eine Zeit, wo das auch vorbei war. Es war alles vorbei. Und dann habe ich irgendwann gedacht, und es sind meiner Meinung nach dann auch fruchtbringende Leiden, predige ich immer. Also ich bin da durchgegangen und wo ich dann irgendwann, ich habe dann auch alles, was ich hatte, habe ich weggegeben. Nicht, weil ich das musste, sondern weil ich vieles nicht mehr wollte. Ich wollte vieles nicht mehr. Und dann, ich wusste nur noch, ich habe ein Ziel. Ich will dieses Evangelium weitergeben. Ich will dieses Evangelium. Und dafür tue ich alles, was nötig ist. Und wo ich gemerkt habe, alles, wo mein Herz hängt, das ist noch nicht, da bin ich noch nicht. Und dann merkst du,
wie du frei wirst, immer mehr frei wirst, immer mehr frei, damit er immer mehr Raum bekommt. Und dann auf einmal geht er, wo er sagt, was ich denen bereitet habe, die mich lieben. Ich bin noch nicht da angelangt. Und das sind wir wahrscheinlich alle noch nicht. Mehr als wir wünschen, denken können und uns vorstellen kann, was ich denen bereitet habe, die mich lieben. Das muss Herrlichkeit sein. Und deswegen können wir dann wie Paulus sagen, ich halte alles für Dreck. Und lass das, was hinter mir ist. Ich lass das, was hinter mir ist, liegen. Und wisst ihr, bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte eigentlich, wenn ich zurückschaue, ich hatte tolle Freunde. Aber sie waren eben keine Christen. Ich hatte ein tolles Geschäft. Ich hatte eigentlich auch ein tolles Leben. Aber nichts ist vergleichbar zu dem, was Jesus Christus uns zu bieten hat. Und vielleicht können wir das nicht immer äußerlich sehen, aber in mir drin und in dir ist dieser Schatz. Und durch Ausharren und Geduld. Und manchmal ist es noch nicht gleich nach außen sichtbar. Und der Martin hat gestern was Schönes gesagt, wo ein großer Baum wächst. Wir sollen Terebinden der Gerechtigkeit sein. Terebinden, das sind eine der größten Bäume. Da brauchst du erstmal tiefe Wurzeln. Und ein Pflänzlein, das ganz schnell hochschießt, da kann ein Sturm kommen und dann haut's das wieder um. Und vielleicht schaut es auch hier klein aus in deinen Augen. Aber diese kleine Herde, was hier ist, diese Kerngruppe, die hat Wurzeln, das sage ich euch. Die hat Wurzeln. Die Hilde hat's mal gesagt. Wenn ihr wüsstet, was hier ist, wenn die Leute wüssten, was hier ist, und irgendwann werden sie es wissen und dann sehen sie die Wunder und dann rennen sie uns die Tür ein. Aber wir wollen diese Wunder. Wir wollen sie und wir glauben daran. Aber wir werden erst vorbereitet und wir wurden lange Zeit vorbereitet dafür, dass wir diese, wisst ihr, wenn Wunder kommen, und ich merke das im Moment, auch die Angriffe werden immer größer. Es kommen Leute, auch welche aus unserer eigenen Mitte stehen auf und gehen gegen uns. Und es musste alles erstmal standhalten können dann. Aber wir haben unser Haus auf einen Felsen gebaut. Und dieser Felsen heißt Jesus Christus. Und da kommen Winde und da kommen Stürme. Ich habe eine Zeit lang jetzt dauernd mit Krankheit gekämpft, immer wieder. Aber es haut mich nicht um und es will mich umbringen. Aber ich werde leben und dieses Evangelium verkündigen. Und vielleicht habt ihr auch in irgendeinem Bereich zu kämpfen. Aber das wirst du hervorgehen, wo dann, wie die Kathi vorhin gesagt hat, der Teufel sagt, hätte ich das nur nicht getan. Und wenn ich dann ein paar Tage im Bett liegen muss, dann studiere ich umso mehr. Und dann möchte ich jetzt mit euch zum... Wo geht man hin? habe ich schon vorgelesen. 1. Mose. Und zwar
Ich möchte dahin gehen, ich glaube, das ist 17, aber ich weiß nicht genau. 15. Und zwar, wie Gott mit Abraham einen Bund gemacht hat. Und er sagt auch im 15, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn in Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Raphaela, Abraham, Max. Kannst du deinen Namen? Ich mache das immer so. Ich habe da wirklich Raphaela drüber geschrieben. Ja, weil es ist ja alles für uns. Ne? Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach, oh Herr, hast du das auch schon mal? Oh Herr, oh Herr, oh Herr. Wie willst du das machen? Wie soll denn das gehen? Ich, wo doch keine Kinder habe, oder? Das ist doch unmöglich. Und die Ärzte sagen, und oh, oh Herr. Und ich habe doch keine Kinder und so weiter. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und so. Und, oh Herr. Aber der Herr sagt, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern aus deinem Leib. Also Unmögliches, wirklich Unmögliches, wo er sagt, Mensch, jetzt bin ich schon 100 oder wie alt auch immer er war und meine Frau. Und wie soll denn das denn gehen? Geht doch nicht, ist doch unmöglich. Aber nichts ist unmöglich, hat der Herr gesagt. Nichts ist unmöglich beim Herrn und nichts ist unmöglich für die, die glauben. Und wir sind so welche, wir sind Glaubende. Wir glauben seinen Wort. Und dann heißt es, und Abraham glaubte den Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Also nicht, was du tust, sondern, dass du ihm glaubst, was er sagt. Und dann weiter. Und dann im Vers 8 sagt der Abraham aber sprach, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Wisst ihr, der hat mit ihm einfach geredet. Wie soll ich das denn erkennen? Und der Herr gibt eine Antwort. Und dann sagt er, bring mir eine dreijährige Kuh, eine Ziege und ein Widder, eine Turteltaube, eine junge und er brachte das alles, zerteilte es mittendurch, legte es jeden Teil den anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und da stießen die Raubvögel, da habe ich drüber geschrieben, die Gedanken, also die Gedanken kommen, ne? Wir hatten es gesagt, war das der Luther? Da kenne Fagin, glaube ich, auch, aber ich glaube, das kam vom Luther, so, die Vögel können kommen, aber ich lasse kein Nest bauen. Also, und ja, unsere Deutschen haben schon auch was gesagt, nicht nur die Amis. Ja, aber wisst ihr, wir haben ein tolles Erbe in Deutschland. Das ist auch ein Same. Luther, Bonhoeffer und wie sie alle hießen. Bonke, das sind Samen für Deutschland. Das ist der Paul. Wir zertreten ein paar Schlangen. Auf jeden Fall verscheucht er diese Vögel, verscheucht er die. Und dann sagt er, im Vers 13 sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen. Mit Gewissheit. Mit Gewissheit sollst du wissen. Sagt Paulus auch immer, wisst ihr es nicht, Kinder, wisst ihr es nicht, dass ihr ein Tempel seid? Wir wissen aber, er wurde uns gemacht zur Weisheit und so weiter. Also zu wissen ist was Gutes, zu wissen, was dir gehört. Und im Vers 17, das ist eigentlich der Punkt auch, wo ich hingehen möchte, und es geschah, also er hat es alles so gemacht, und Abraham wusste, wenn Gott einen Bund mit ihm schließt, wenn Gott einen Bund schließt, früher war das so, dass eben, wenn ein Bund geschlossen wurde, die wussten,
Wenn einer den Bund bricht, das kostet ihnen das Leben. Einen Bund zu schließen, das war sowas ganz Sicheres. Ganz, ganz sicher. Und Abraham hat gefragt, ja, wie soll denn das gehen? Und indem Gott gesagt hat, ich mache einen Bund mit dir, konnte er gewiss sein. Und dann hat er das ganze Zeug besorgt, die Tauben und die Kuh und was weiß ich, und hat es vorbereitet. Und ich habe das schon öfter auch gepredigt. Dieser Bund wurde eben durch Tieropfer damals geschlossen. Und die Völker haben das eben damals so gemacht. Die sind dann eben auch wieder, das zeigt der Sabine ihre Kette so schön, diese, und man kann aber auch diese 8 nehmen, wo 2 ineinander verbunden sind. Und dann sind die in diesen Bund, mit da waren die Opfer gelegen, und dann sind sie da rumgelaufen und in so einer 8 und haben den Bund festgemacht. Also 8, ein unendlicher Bund. Und es geschah, als die Sonne unterging und finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Also da kam Gott als rauchender Glutofen und Feuerfackel. Also da haben wir wieder Rauch, Hitze, wie es eben immer wieder erwähnt wurde, wie es hauptsächlich im Alten Testament, und ich glaube, also ich kann es nicht beweisen, aber was ich eben, wo ich gedacht habe, Herr, warum Rauch? Warum Rauch? Und wo Feuer ist, da raucht's auch. Und dann heißt's auch, der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Feuer verbrennt etwas. Und es heißt auch im Neuen Testament, wenn es durch Feuer gereinigt wird, das, was bleibt, das ist Herrlichkeit. Und ich glaube, dass überall, wo dieses Feuer kommt und der Rauch, also erst das Feuer und dann der Rauch, da war was, was verbrennen musste. Und deswegen merkst du das auch, und das haben wir im Moment, hatten wir gestern auch, wo dann eben diese Dichte Gottes da war. Das sind die Momente, wo Leute auf die Knie fallen, erkennen, dass sie Sünder sind, erkennen, dass sie was falsch gemacht haben. Und das ist eine vom Heiligen Geist bewirkte Buße. Und das ist auch was, was wir brauchen, weil der Heilige Geist führt, heißt im Neuen Testament, die Leute zur Buße. Und das kannst du, wenn du zum Beispiel solche alten Prediger wie John G. Lake oder Georg Müller und so weiter studierst, das sind die Leute in den Versammlungen, da war Gott so präsent, und da sind die Leute dann auf einmal auf die Knie gefallen, haben geweint, haben Buße getan. Und so erwarte ich das auch, dass das nicht so, na, du musst schon, und dann erklärst du deinem Bruder und okay, ich spreche das nach, sondern wirklich, wo Gott ihnen zeigt. Und da, meiner Meinung nach, da, das ist dieses Feuer. Und dass dann auch Rauch aufsteigt, es wird ja auch oft eben, Rauch auch, das sind dann die Gebete, die von den Heiligen, die nach oben steigen. Also ich kann es nicht beweisen, aber das sind so Gedanken, was ich mir gemacht habe, wo was sein könnte. Könnt ihr einfach selber weiter studieren, oder sind nur Anregungen. Ich bin da auch noch lange nicht fertig mit Studieren. Okay, aber er war durch diesen Bund und mit diesem Blut, gewiss. Und dann gehen wir mal in den Korintherbrief. Im Korintherbrief 3, im Vers 7, da habe ich als Überschrift die Herrlichkeit des neuen Bundes und der Dienst der Gerechtigkeit. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, also das damals war alles in Herrlichkeit gemacht.
dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Sag mal, größerer Herrlichkeit. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr, sag mal, wie viel mehr, wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Sag mal, überschwängliche Herrlichkeit. Und da ist es eben, denn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen. Und da wir nun eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Und sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird diese Decke weggenommen. Denn der Herr aber ist Geist, und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen in dem unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, in einem Spiegel, und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit des Herrn. Wow. Das ist der Dienst des Geistes. Ein besserer Bund. Es muss kein Tier mehr geschlachtet werden. Und ich glaube, und ich habe es gestern schon mal angeschnitten, dass in dieser, die Herrlichkeit kommt in Gerechtigkeit hervor. Die Gerechtigkeit Gottes, das heißt, frei von der Sünde. Und ich möchte es nochmal, ich habe das gesagt, aber das ist so wertvoll, meiner Meinung nach, im Jesaja 7, da gehen wir jetzt nicht hin, aber wo es heißt, deine Schuld ist von dir genommen. Dieses Entsühnen, dieses Reinigen. Also, das ist Gerechtigkeit. Also, du kriegst diese neue Natur und du bekommst diese Gerechtigkeitsnatur. Und dann kommt aber noch die Reinigung im Wasserbad des Wortes. Und das ist so wichtig, weil ich habe da immer so ein schönes Beispiel mit dem Haustier. Du hast ein Haustier und dieses Haustier macht dir überall Häufchen hin. Und dann hast du diese Häufchen und du entfernst dieses Tier. Tust raus. Also das, ich sag mal, dann ist diese Sündennatur, dieses Tier, nenne ich es jetzt mal, das ist weg. Deswegen sind aber noch gleichzeitig nicht diese Häufchen weg. Und dann muss man anfangen, die Häufchen wegzukehren. Ja, findest hier und da. Und deswegen soll man auch das Haus reinigen. Reinigen durch das Wasserbad des Wortes. Und es dient dazu, dass die Person, die Heiligkeit von Jesus angepasst wird. Wir schauen in diesen Spiegel und werden verwandelt. Und werden verwandelt. Und dann braucht dir keiner mehr sagen, dass du Bibel lesen sollst, sondern dann wirst du nichts mehr anders. Weil du darin, weil sie jeder ist auf der Suche, ich sag mal auch nach sich selbst. Und du, Geist, findest dich da drin. Und damit sollst du dich identifizieren. Nicht mit irgendwelchen Dingen in der Welt oder scheinbar erfolgreichen, die dann sowieso alle irgendwann kaputt gehen und was weiß ich, sondern da drin ist dein Spiegel. Und da gab es eine Geschichte, vielleicht, keine Ahnung, das ist mit Sicherheit jetzt nicht, aber das fand ich trotzdem eine interessante Geschichte von diesen Narzis. Und das war eben ein junger Mann und der war so schön. Und dann hat er sich immer in diesen See reingeschaut und hat diesen See als Spiegel genommen.
Und dann schaut er immer da rein und hat sich bewundert, wie schön das er ist und so. Und irgendwann ist er vor lauter Schönheit und Stolz ist er in den See gefallen und ist ertrunken. Und dann kommen irgendwelche Leute vorbei und haben dann, und der See wurde dann so eine trübe Suppe. Und dann kommen Leute vorbei und sagen, ja, klar, dass du so betrübt bist, weil der war ja so schön, dieser junge Mann. Und wir wissen, dass du traurig bist, weil er ist jetzt gestorben und so. Und dann sagt er, war der wirklich so schön? Und dann sagen sie, ja, aber du musst es doch am besten wissen, er war doch jeden Tag bei dir und hat sich gespiegelt. Und dann antwortet der See und sagt, immer wenn er sich bei mir gespiegelt hat, dann habe ich mich in seinen Augen gesehen. Dann habe ich mich in seinen Augen gesehen. Und so schaust du in diesen Spiegel. Bis du so eins wirst mit Christus, dass du nimmer weißt, was bin ich, was ist er, sondern du, Geist, findest dich da drin. Du erkennst dich da drin. Du erkennst ihn, dich, in dir drin. Das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deswegen zum Beispiel, ich habe das neulich auch an der Shalom-Konferenz gesagt, ich mache das gerne, dass ich dieses Buch dabei habe beim Kochen und dann schaue ich mir wieder rein und dann habe ich es als Hörbuch irgendwo und mache weiter und mache weiter und mache weiter. Und auch Smith Wigglesworth, der hat dann manchmal im Auto angehalten, hat er gesagt, so Leute, jetzt haben wir uns genug unterhalten, jetzt schauen wir mal wieder ins Buch rein und gehen zum Herrn. Auch John G. Lake, der war so voll dem Wortes, wenn ein Bakterium ihn berührt hat, dann musste dieses Bakterium absterben oder dieser Virus, der heutige Ebola-Virus, haben sie. Und sie haben auch festgestellt, dass unser Körper und auch die Schöpfung sind gemacht, dass unser Körper aufs Wort reagiert. Also wenn ein Psalm gesprochen wird, dann ist eine Reaktion. Beim John G. Lake haben sie Hirnströme und alles gemessen. Der hat sich testen lassen, so hat sich zur Verfügung gestellt. Und da haben sie festgestellt, dass sein Gehirn viel anders da gearbeitet hat. Man hat jetzt festgestellt, dass das Gebet im Sprachen, dass das Immunsystem stärkt. Also, wow, wow. Und deswegen glaube ich auch, heißt die Schöpfung wartet darauf. Ich habe das wirklich so angefangen, mein Hibiskusbaum, der hat jetzt irgendwelche kleinen Läuse und ich spreche das Wort Gottes zu diesem Baum. Weil der reagiert auch, der muss reagieren. Halleluja. Und diese Gerechtigkeit, und diese Gerechtigkeit bringt Herrlichkeit. Und die bringt Herrlichkeit in unser privates Leben, die bringt Herrlichkeit in die Welt hinein. Das bringt, ich gehe noch mit euch in den Hiob. Viele, die mich kennen, haben bestimmt schon diese Stelle von mir gehört. Und das ist für mich auch ein äußeres Ausdruck an Herrlichkeit. Ich glaube 32 oder so. Vers 23. Wenn es für ihn einen Gesandten, einen Mittler gibt, gibt es für dich einen Gesandten, einen Mittler, einen von Tausenden, der den Menschen seine Gerechtigkeit verkündet. So wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe Lösegeld gefunden. Dein Lösegeld ist das Blut von Jesus Christus. Alsdann, Vers 25, streicht er das rot an, alsdann wird sein Fleisch, das ist dein Körper, frischer sein. Dein Fleisch wird frischer sein als in den Tagen deiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und er wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen,
wird er dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Das ist Verjüngungskur, Leute. Das ist Herrlichkeit, meiner Meinung nach. Das ist Herrlichkeit. Halleluja. Und deswegen sagen auch oft Leute, Mensch, schau dir jung aus oder so. Also, alles ist möglich, dem der glaubt. Alles ist möglich, dem der glaubt. Also, ich habe schon von einem Pastor gehört, der wollte wieder Haare, der hat nur leider vergessen zu sagen, welche Haarfarbe. Aber der hat dann einen roten Lockenkopf bekommen. Also. Aber das ist auch Herrlichkeit. Und das dürfen wir erwarten. Auch einer, ich weiß nicht was, Joshua oder irgendjemand hat gesagt, ich bin mit 40 ausgezogen und habe gekämpft und jetzt bin ich 80 und meine Kraft ist immer noch wie damals mit 80. Die Welt sagt, na ja, wenn man älter wird und so weiter. Aber da drin, meiner Meinung nach, steckt Herrlichkeit. Und ein ganz großer Schlüssel ist Gerechtigkeit. Wir haben schon immer wieder darüber gepredigt und wir werden auch weiter darüber predigen. Aber nicht der Dienst der Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Die gibt's nicht. Habe ich mal so ein schönes Beispiel, da war einer in der Schule und der hat dann irgendwann dem Lehrer gefragt, welche Note habe ich denn? Und dann hat er gesagt, die Note 30 und dann hat er gesagt, das gibt's nicht. Also wenn jetzt der Teufel zu dir kommt und Verdammnis bringt, dann sagst du, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und auch wenn du sündigst, wirst du diese Gerechtigkeit, die in dir ist, nicht verlieren. Die wirst du nicht verlieren. Weil es ist ja was aus dir, es ist ja ausgezogen und es ist eingezogen. Eine Sünde, eine bewusste Sünde wird dich vielleicht trennen. Aber, also, so wie du dann zum Herrn gehst, dann bist du wieder in der Gemeinschaft. Aber du wirst dich nicht gleich verändern. Geht gar nicht, weil das deine Natur ist, das ist deine Wesensart. Und deswegen ist es wichtig, sich in Gerechtigkeit zu gründen. Und da kann ich auch wieder sagen, es ist, diese Canyon-Bücher werden dir wirklich weiterhelfen. Eins haben wir leider nicht da, das ist Identifizierung. Gerechtigkeit gibt es ein Buch und ich zeige euch dann noch ein paar. Dazu sind wir berufen, 2. Thessaloniker, um durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Im Kolosser steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wow. Kolosser 1, 27, der Reichtum der Herrlichkeit, Kraft dieses Geheimnisses, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nicht vergessen, in uns. Im 1. Petrus 4, 14, da steht auch der Geist der Herrlichkeit. Dieser Geist der Herrlichkeit ist in uns, der Heilige Geist. Durch den Heiligen Geist haben wir auch diese Kraft und deswegen sind uns die Dinge möglich zu tun, wo Gott uns dazu aufgetragen hat. Römer 8, 17, mit ihm verherrlicht werden. Und die Schöpfung sehnt sich danach. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wow. Und eine letzte Stelle noch, 2. Korinther 4, 6. Der dem Licht geboten hat, damit wir verwandelt werden zur Erkenntnis der Herrlichkeit. Licht wird auch oft als Weisheit bezeichnet.
Und ich möchte dich jetzt echt mal bitten, dass du die Augen schließt. Und dass du dir bewusst machst, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Gott ist da. Ich möchte, dass du dir bewusst machst, dass Gott in dir ist. Und weil er auch gesagt hat, wo zwei oder drei in meiner zu versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Er ist in uns und er ist in unserer Mitte. Gott ist da. Gott ist da. Wow. Er ist hier. Das ist nicht anders wie damals, als Jesus auf der Erde war. Und wenn du irgendwas brauchst von ihm, dann sagt er, ich will. Herr, wenn du willst, dann kannst du das machen. Ich will. Herr, wenn du willst, dann kannst du mich jetzt heilen. Ich will. Ich will. Ich will. Halleluja. Danke, Herr, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du auch gesagt hast und versprochen hast, dass du uns niemals verlassen wirst. Du wirst uns nie verlassen. Du gehst mit uns nach Hause. Du fährst mit uns im Auto. Du gehst mit uns in die Arbeit. Du wirst uns nie verlassen. Und deswegen ist uns alles möglich. Alles ist möglich, weil du da bist. Wisst ihr, der Meister Eder, der wusste das auch. Der Pumuckl, der war immer da. Wenn jemand gekommen ist, dann ist er mal schnell unsichtbar geworden, aber er war immer da. Und vielleicht siehst du Gott jetzt nicht mit deinen Augen, aber er ist da. Er ist in dir, er ist näher. Das ist die Luft, die du atmest, er ist da. Halleluja. Aber er ist auch in deinem Nachbarn. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, Gott ist in dir. Gott ist in dir. Und deswegen hat auch Jesus gesagt, alles, was ihr dem Kleinsten, dem Geringsten unter meinen Brüdern tut, das habt ihr mir getan. Paulus hat die Gemeinde verfolgt und Jesus hat gesagt, warum verfolgst du mich? Also Jesus hat sich mit uns identifiziert. Und dann ist es nicht mehr so schwierig, weil für Jesus würdest du ja alles tun, oder? Du würdest ihm jetzt irgendwie den Mantel anziehen, du würdest ihm die Füße waschen, du würdest ihn küssen, du würdest ihn in den Arm nehmen, du würdest ihm das beste Essen hinstellen und du würdest alles tun, oder? Ja, dann mach's doch für deinen Nachbarn, weil er ist ja in deinem Nachbarn. Und ich glaube sogar manchmal, das, was du im anderen siehst, vielleicht bist es ja du. Vielleicht bist es ja du. Vielleicht ist ja genau das, wo Gott an dir arbeitet. Halleluja.